Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute Unsterblich Band 1 von Julie Kagawa vorstellen. Für alle, die es nicht wissen, Julie Kagawa ist die Autorin der fünfbändigen Plötzlich-Fee-Reihe, des Spin-Offs Plötzlich-Prinz, was momentan 3 Bände hat, wobei ich aber nicht weiß, ob es bei 3 bleibt, und der aktuell laufenden Talon-Reihe, die voraussichtlich ebenfalls 5 Bände haben wird. Unsterblich ist eine Trilogie und wurde sogar noch vor der Plötzlich-Fee-Reihe geschrieben, was sie die meisten nicht wissen. Band 1 ist eigentlich als Hardcover schon seit 3 Jahren draußen. Und zwar ist es als Hardcover am 10. Juni 2013 im Heine Fliegt Verlag rausgekommen. Band 2 folgte und nur Band 3 wurde wohl wegen mangelndem Verkauf, ich weiß es nicht, nicht weiter übersetzt, was natürlich unpraktisch ist bei einer Trilogie. Aber seit Plötzlich-Fee so einen Boom hatte danach und Talon jetzt erst recht, haben sich Heine Fliegt gedacht, hey, wir legen das Ganze nochmal neu auf als Taschenbuch und dann kommt auch der dritte Teil bald raus. Aktuell gibt es Band 1 und Band 2, das hier ist jetzt Band 1 und der dritte Teil kommt dann sehnsüchtigerweise endlich im Februar 2017 raus. Das Hardcover hat 608 Seiten und kostet 16,99 € und das Taschenbuch hier, das hat 606 Seiten und kostet 9,99 €. An dieser Stelle nochmal ganz liebe Grüße und vielen Dank an den Heine Fliegt Verlag dafür, dass ich das Ganze rezensieren durfte. Und es hat sich definitiv gelohnt. Warum, erfahrt ihr gleich. Zunächst einmal möchte ich euch kurz erzählen, was ich dachte, worum es geht aufgrund des Klappentextes und sämtlicher bisher gesehenen Rezensionen. Denn ich wurde ziemlich geschockt danach. Deswegen erstmal das. In der Welt von Unsterblich befinden wir uns auf der Erde, allerdings in einer sehr dystopischen, apokalyptischen Version davon, ungefähr so in 300, 500 Jahren rum, wo es fast keine Menschen mehr gibt, fast keine Nahrung mehr, keine Zivilisation mehr, nur noch Wildnis, Wüste, Monster, welche erzähle ich euch gleich. Und ein paar letzte Menschen, die allerdings von den Vampiren gefangen gehalten werden und als lebendige Blutbeutel missbraucht werden. Denn die Vampire haben, als die Menschen leider ausgerottet wurden zum größten Teil, ihre Chance genutzt und haben eine Revolution angefochten und diese auch gewonnen und haben praktisch die Erde übernommen. Jetzt herrschen die Vampire und die Menschen sind nur ihr Vieh und mittendrin ist Ellie in einer Vampirstadt. Die ist umgeben von einer großen Mauer und so in der Mitte ungefähr ist dann die Hauptstadt der Vampire und drumherum sind so kleine Bezirke mit dem gestempelten Vieh, das dann halt regelmäßig den ihr Blut geben muss. Wer das nicht macht, wird halt gefoltert und gefressen. Und zwischendrin gibt es dann ein paar, die nicht registriert wurden und die jeden Tag ums nackte Überleben kämpfen müssen. Denn die Unregistrierten sind nichts wert. Sie kriegen kein Essen, sie müssen sich selber durchschlagen und die Chance zu überleben ist sehr gering. Und eine dieser nicht gekennzeichneten, die um ihr Überleben kämpft, ist Ellie. Ellie ist selbstverständlich weise und muss, wie gesagt, tagtäglich um ihr Überleben kämpfen. Ist Teil einer Gruppe von so 4, 5 Leuten, beziehungsweise Jugendlichen und hat praktisch auch einen kleinen Jungen an der Backe, um den sie sich kümmern muss und ist durch das ganze Leben dort ziemlich ruppig und tough geworden. Also, wenn sie jemand beleidigt, fackelt sie nicht lang rum, der kriegt aufs Maul. Und ja, ihr Wohl geht über das aller anderen, so wie es halt leider dort ist, denn jeder muss gucken, dass er selber überlebt und hat keine Zeit, sich um andere zu kümmern. So, soweit, so gut. Wie der Klappentext und vor allem der Titel und das Bild offensichtlich ja schon spoilern, natürlich ändert sich ihr Schicksal und natürlich wird sie eines Tages zum Vampir. Aufgrund des Namens, das Hallo, Unsterblich. Ich bitte euch, das konntet ihr euch vorher denken. Ja, und ich dachte eigentlich, da sonst keiner was zu der Story gesagt hat, dass sich das komplette erste Buch mit seinen über 600 Seiten darum dreht, wie Ellie in dieser Vampirstadt überlebt, wie die Vampirstadt funktioniert, dass da irgendwas passiert und bis sie sich dann irgendwann mal verwandelt. Fakt ist aber, dieser Teil, von dem ich dachte, er dauert 600 Seiten, der ging 150 Seiten, das war ungefähr so viel. Und dann saß ich da und dachte mir so, und jetzt? Worum geht es überhaupt, wenn das nur das Intro war oder das Vorintro? Ja, ich war ein wenig verdutzt. Und das war auch so das Problem an dem Buch,
Ich war einfach zu geschockt und zu verwirrt. Ich konnte sie nicht mehr genießen. Das, worauf ich mich gefreut hatte, das war weg. Deswegen erzähle ich euch jetzt noch ein bisschen mehr als alle anderen, einfach damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst und ob es wirklich was für euch ist. Was nämlich keiner erwähnt hat, die Reihe heißt auf Englisch nicht etwa unsterblich, also undead, sondern Blood of Eden, also Blut von Eden, dem Garten Eden. Und ich dachte mir, als ich das gesehen habe in meiner App, dann die ganze Zeit nur so, was zur Hölle haben Vampire und eine Vampir-Dystopie mit dem Garten Eden zu tun? Ja, und genau das war das, was keiner gesagt hat, denn es hat viel damit zu tun. Also, wir begleiten Ellie auf ihrem Überlebensweg in der Stadt bis hin zu dem Zeitpunkt, wo sie zum Vampir wird. Wir begleiten sie während der Vampirausbildung natürlich. Und dann geht die Story erst richtig los, als sie die Stadt verlässt. Ja, sie verlässt die Stadt. Und was ist rund um die Stadt? Wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, es gibt so gewisse Monster. Und das hat mich dann bei der Erklärung verdammt an Vampire Knight, also den Manga Vampire Knight, erinnert. Denn da gab es so eine Pyramide. Und zwar an der Spitze hat man die Reinblüter, dann kommen die Adligen, also die hochrangigen Vampire, die entweder direkt vom Reinblüter gezeugt oder erschaffen wurden, je nachdem. Und dann geht es weiter zu den normalen Vampiren, die halt nicht so viel wert sind wie die Adligen. Und ganz unten haben wir die Level-E-Vampire, die blutrünstigen Monster ohne Gehirn. Ja, die gehirnlosen Monster, die alles fressen, was sich bewegt. Davon wimmelt es auf der Erde ziemlich, denn es gab eine Epidemie, die, wie gesagt, fast die komplette Menschheit ausgerottet hat. Und es handelt sich bei dieser Geschichte hauptsächlich um diese Epidemie. Denn Ellie begegnet logischerweise diesen Monstern und trifft auf ihrer Reise dann eine Gruppe von Menschen, die auf der Reise nach Eden sind. Wieso, weshalb, warum, möchte ich euch jetzt nicht verraten. Es steckt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel mehr dahinter als ein typisches "Oh, du bist in einer Vampirstadt, du wirst gleich gefressen" Buch. Sondern es ist eine Riesengeschichte und darauf solltet ihr euch dann halt auch gefasst machen. Außer an Vampire Knight hat mich das Buch übrigens auch noch an Maze Runner, also die Auserwählten im Labyrinth und so, erinnert, denn eine große Mauer beschützt uns vor den Monstern draußen, die uns töten wollen. Irgendwie hat das damit schon zu tun und vor allem die Eingesperrten, die haben keine Ahnung, dass sie eigentlich ein winziger Teil eines großen Ganzen sind, dem sie dann langsam auf die Schliche kommen. Und deswegen hat es schon ziemliche Parallelen irgendwie zu Maze Runner, auch wenn es um Vampire geht und somit um was komplett anderes. Aber ich fand die Kombination aus Dystopie und Vampirgeschichte total geil. Also ja, da muss man erstmal drauf kommen. Das ist total gut. Ich verstehe echt nicht, warum sie den dritten Teil bis jetzt nicht übersetzt hat. Schämt euch. Wie konntet ihr uns das bitte vorenthalten? Ja, auf jeden Fall. Ich fand es sehr, sehr gut von der Geschichte her. Allerdings habe ich auch was zu meckern, so wie eigentlich immer. Und zwar musste, also nachdem ich schon enttäuscht war, dass es sich nicht um die Geschichte handelt, die ich erwartet hatte, musste ich mich erstmal neu reinfinden. Und das war sehr, sehr schwer, weil mir die Protagonistin total unsympathisch war. Ja, sie ist eine typische, starke Badass-Tussi, die ihre Meinung vertritt, die auch keinen hört, die sich nichts sagen lässt und die, egal was man ihr vorschreibt, natürlich das nicht tut. Mag den einen total zusagen und gefallen, ich fand es ätzend. Die Frau ist so nicht einfühlsam und sie wird zum Beispiel eine Sache, sie wurde geärgert und anstatt, dass sie sich irgendwie mit einem coolen Spruch wehrt, nö, bricht sie ihm gleich die Nase, sei halt noch brutaler und das mochte ich halt einfach überhaupt nicht. Und zusätzlich zu ihr kamen dann nochmal zwei Charaktere dazu, vor allem eine Person, die ging mir so auf den Keks. Das war's. Weißt, wir sind gerade in einer total zerstörten Welt. Jeder kämpft um sein nacktes Überleben. Die Eltern sind tot, die Freunde sind tot, alle sind tot. Du kannst jeden Moment auch gefressen werden. Und was ist dein größtes Problem? Genau, du bist eifersüchtig und zickst die ganze Zeit ohne Punkt und Komma. Und ich denke mir nur, oh Gott, Mädel, checkst du denn ernster Lage nicht? Ja, du kannst jeden Moment verrecken und du hast nichts Besseres zu tun, als die ganze Zeit rumzuzicken. Dieses
Zeckenterror ging mir ziemlich auf den Keks und das war wirklich eine Mutprobe. Aber ich habe dann einfach immer ein bisschen weitergeblättert und das hat sich dann auch gelohnt. In der Mitte hat sich etwas gezogen, als sie halt auf die Gruppe stößt und die Leute kennenlernt und so. Da gab es ein paar Längen, in denen sie sich halt unterhalten und kennengelernt haben und so weiter. Und das war jetzt nicht so ein Page-Turner, sage ich mal. Aber dafür, gegen Ende hin, wurde es wieder richtig gut. Also das Ende hat mich total geflasht und da waren Sachen dabei. Ich konnte sie vielleicht ein bisschen erahnen, aber nicht in dem Ausmaß. Und was da alles passiert ist und wie es passiert ist, hui, okay, war dann doch ein bisschen viel. Und das Letzte, was ich noch zu kritisieren hatte, war ein komplettes Volk, das erwähnt wurde und das man auch kurz getroffen hat, kam da nicht mehr vor. Und ich dachte mir so, wow, warum wird das erwähnt, wenn es dann keine Rolle mehr spielt? Das fand ich ein bisschen doof, ne? Also, ich hätte mir gewünscht, dass da wenigstens noch ein bisschen was dazu kommt und dass auch ein bisschen mehr über die Stadt und so in Erfahrung gebracht wird. Und irgendwie war das alles ein bisschen zu wenig und sie war mir zu schnell weg. Ja, zu schnell unterwegs und auf Reise und zu wenig um die Stadt. Ich bin wirklich extrem gespannt, wie es weitergeht. Ich würde sofort am liebsten weiterlesen, aber ich muss mich noch gedulden, weil wenn ich den zweiten Band jetzt fresse, dann muss ich wahrscheinlich mit einem fiesen Cliffhanger, laut Niki, warten bis Februar. Autsch. Ja. Ich habe dem Buch jetzt 3 Sterne gegeben, mit der Aufsicht auf Band 2 und 3, da sich diese, wie gesagt, extrem gut anhören oder extrem gut werden könnten. Und mein Problem mit den Charakteren hat sich gegen Ende hin dann auch sehr gebessert. Und ich bin überzeugt davon, dass mir Band 2 sehr viel besser gefallen wird. Deswegen brauche ich Platz nach oben. Und falls ich noch was zu meckern habe, brauche ich also 4 Sterne übrig. Also wird das 3 Sterne bekommen, damit ich einfach fair bewerten kann. Denn der zweite Band wird auf jeden Fall besser als der hier. Und ja, deswegen 3 Sterne. Vorerst. Wenn ihr auf taffe Mädels steht, die sich von nichts und niemandem irgendwas sagen lassen und die jedem aufs Maul hauen, der ihnen blöd kommt, dann werdet ihr die Protagonistin eh lieben. Nicht so wie ich. Also wird es bei euch wahrscheinlich 4 Sterne kriegen oder 5. Auf jeden Fall macht euch auf eine große, große, umfangreiche, interessante Geschichte gemixt aus Vampire Knight und Maze Runner gefasst. Ich habe sogar schon gehört, manche erinnern es an Batman. Ich weiß nicht so ganz warum, aber okay. Zum Schluss, wem kann ich dieses Buch empfehlen? Erstmal Altersempfehlung würde ich schon sagen, eher so ab 15. Da es dann doch ein bisschen blutiger wird, minimal, und es ein ernstes Thema ist. Also ich weiß jetzt nicht, wie plötzlich Fee ist, weil das habe ich leider noch nicht gelesen, aber ich würde sagen, so ab 15 ist es zu empfehlen. Mädels und Jungs, insofern die Jungs über das Zickenterror drüber lesen können. Dann wird es Ihnen gefallen. Blättert einfach ein bisschen weiter. Es wird besser. Ich verspreche es euch. Es wird besser. Und dann könnt ihr die Geschichte genießen. Und ihr habt die volle Empfehlung von mir. Auch wenn es gerade 3 Sterne kriegt. Ihr wisst jetzt warum. Vielleicht gefällt es euch besser. Ich bin eigentlich ziemlich überzeugt davon. Und ich hoffe. Ich kann es noch ein bisschen aushalten, bis ich Band 2 lesen kann. Ja, ich kann es euch auf jeden Fall nur empfehlen. Ich glaube, ich habe das jetzt oft genug gesagt. Deswegen beende ich jetzt mal dieses Video. Von mir ein, lest es und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß bei allem, was ihr tut und bis bald. Tschüss.